Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge des Laufenden Decken Podcasts. Bevor wir mit dem Podcast anfangen, wie üblich unser Standardsätzle. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon ein bisschen Geld in den Hosenbeutel schmeißen. Ihr könnt uns abonnieren über iTunes, Spotify oder in den Podcatcher eurer Wahl laden. Ihr findet alle Informationen dazu auf laufendentdecken-podcast.at. Ganz oben in der Leiste findet ihr alle Links zu eben gerade erwähnten. Wenn ihr ein bisschen an uns und unserem Leben oder so interessiert seid, dann könnt ihr uns auf Instagram oder zumindest in Pete auf Instagram folgen, uns beiden auf Twitter, oder wenn ihr immer neu und top informiert sein wollt über das, was in der Laufendentdecken-Welt so abgeht, dann folgt uns auf Facebook. Alles dazu findet ihr auch in den Shownotes, die übrigens sehr empfehlenswert sind zu lesen, weil der Peter sich immer wahnsinnig viel Mühe gibt. Falls ihr Ideen, Fragen, Feedback, Wünsche, Vorschläge habt, einfaches Kommentar auf der Homepage hinterlassen oder uns über einen der Social Media Kanäle einfach eine Nachricht schicken. Oder könnt ihr unsere E-Mail schicken an laufendentdecken@gmail.com. Ja, so, das war's dann eigentlich schon. Ich schaue kurz meine Notizen noch. Ja, das war's. Und dann schicke ich den wärmsten Gruß rüber nach Deutschland, weil der Peter befindet sich heute nicht wie üblich zu Hause, sondern in einem Hotel in Deutschland. Hallo Peter. Hallo Flo. Das heißt, wir haben heute eine internationale Podcast-Folge. Finde ich cool. Korrekt. Ich bin über den Weißwurst-Äquator gereist, um euch aus fernen Ländern den neuesten Laufereien zu präsentieren. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich würde sagen, außer du hast irgendwas hinzuzufügen zu meinem Gestammler von vorhin, dass wir gleich mit in die Strava-Gruppen-News einsteigen. Zum aktuellen Stand ist, also für alle, die das nicht wissen, wir veranstalten am 24. Juni den Strava Virtual Run. Wir haben das schon einmal gemacht und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, sodass wir uns gedacht haben, das machen wir gleich noch einmal. Es gibt unter laufendentdecken-podcast.de/virtual-run findet alle Informationen dazu. Ihr könnt da auf Strava einem Club-Event beitreten und gleich auch dem Laufendentdecken-Podcast-Club beitreten, wo wir, ich weiß nicht, ob du schon wusstest, Peter, aber schon genau 100 Mitglieder haben. Wir sind auch hier dreistellig. Hervorragend, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe mir nochmal schlau gemacht, wie viele Leute sich jetzt schon angemeldet haben für den Virtual Run und war schwer begeistert. Wir sind auch hier schon bei 38 Teilnehmerinnen. Ja, es ist fast doppelt so viel wie beim ersten Mal. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber es war so knapp um die 20, glaube ich. Und wir haben ja die klassischen Kategorien wie letztes Mal vertreten. Und bei dieser Teilnehmerzahl könnte man tatsächlich überlegen, ob man auch diejenigen ehrt, die den größten Gemeinschaftslauf zusammenkriegen. Ja, also vielleicht ist es ein Punkt, über den wir nochmal kurz diskutieren können und wollen. Wir haben ja bis jetzt, also es gibt ja so Kategorien, wo man als Einzelstart oder im Team starten können, weil es ist der ewig währende Kampf, kurz Hosen Schönlingen gegen Langhos-Fetischisten. Und da kann man mit antreten in den Kategorien Meister Kilometer, Meister Höhenmeter, schönste Hose, kurz oder lang, oder auch längster Lauf. Und wie über Social-Media-Kanäle schon angemerkt wurde, gibt es keine Kategorie für die Schnellläufer. Und da könnten wir uns vielleicht jetzt noch was überlegen, wie wir diesen Schnellläufern irgendwie entgegenkommen könnten. Ja, entweder, so wie letztes Mal, schnellster Kilometer oder schnellste 8x800 Meter Intervalle. Was rechnest du dann von den 8x800 Kilometer, den Durchschnitt? Den Durchschnitt von den 800 Meter jeweils, aber das ist viel zu rechnen. Kannst du das? Das ist viel zu rechnen. Ich kann das nicht. Nein, ich kann das auch nicht rechnen. Das kriege ich leider nicht hin. Wir können es natürlich outsourcen. Haben wir jemanden, der rechnen kann? Ich weiß nicht. Vielleicht meldet sich jemand freiwillig, der rechnen kann. Wenn sich jemand findet, der rechnen kann, nehmen wir es auf.
Nein, also was wir machen könnten oder was ja auch vorgeschlagen wurde, war zum Beispiel der schnellste 5-Kilometer-Lauf. Das wäre eine Möglichkeit. Das Problem am schnellsten Kilometer war, dass es durchaus relativ aufwendig war, weil ich damals die Liste geführt habe, in jeden Lauf rein musste und mir jeden Kilometer anschauen musste und merken musste, ob das bisher der schnellste war, den der oder die Läufer gelaufen ist. Bei so 18 bis 20 Teilnehmern geht das noch relativ gut. Wenn das aber jetzt immer mehr werden, was es ja hoffentlich wird, dann wird es irgendwie schwierig. Und deswegen war so die Idee, so ein bisschen davon abzukommen, weil es irgendwie halt auch nicht einfach zum Handeln ist, wenn das jetzt 40 oder mehr Leute hoffentlich werden. Ja, das stimmt natürlich. Und deswegen wäre eine Überlegung zu sagen, der schnellste 5-Kilometer-Lauf, aber der 5-Kilometer-Lauf muss halt irgendwie als einzelne Aktivität getrackt werden. Weil dann ist es relativ einfach zu messen. Aber halt jetzt sich aus einem Lauf die schnellsten 5 Kilometer rauspicken, ist halt dann noch mühsamer, als den schnellsten Kilometer zu machen. Das stimmt. Also wir können uns auch sagen, die schnellste Einzelaktivität, also wir können uns ja noch auf 1 oder 5 Kilometer verständigen, aber dass man sagt, es muss als Einzelaktivität gespeichert werden, weil man sonst halt irgendjemandem sicher Unrecht tut. Ja, ich finde, das könnte man machen, aber wir könnten so machen, die schnellste Einzelaktivität, die mindestens 5 Kilometer lang sein muss. Richtig, weil wenn irgendjemand einen Halbmarathon in 3:20 läuft, ist auch gut. Pace meinst du jetzt? Ja, natürlich. Wenn er in Stunden läuft, ist die Chance, dass er gewinnt, so, nee. Aber kommt ist gut. Dann, wenn es auf den Händen läuft. Ja, aber dann ist er trotzdem der schnellste. Weißt du, was ich meine? Also das ist dann das Sonderpreis Lebenswerk. Ja, also wenn wir auf Händen läuft, darf er gern mitlaufen. Zählt dann da kurzärmelig gegen langärmelig? Ist dann quasi das kurze Leiberl die kurze Hose des Händeläufers? Eigentlich ja, aber ist es dann kurz ist dann kurze Hose, kurzes Leiberl trotzdem, oder? Natürlich, aber ja. wir sind ja nur auf Hosen spezialisiert und schenken den Händen ja derzeit noch keine Bedeutung. Du kannst natürlich auch die Hose über die Hände ziehen. Natürlich, das wäre geil. Wenn das wer macht, das wäre auch was für die Kategorie schönste Hose. Wenn das jetzt auf den Händen gelaufen wird, sowas würden wir auch zählen. Das würde einen besonderen kreativen Preis bekommen wahrscheinlich. Aber jetzt überlegt er dann, dass der, wenn er die Hose über den Händen hat, was er dann statt der Hose anhat. Das Leiberl. Das Leiberl hat in der Mitte einen Ausschnitt für den Kopf. Ja, aber du weißt doch, du weißt auch, dass man einfach eine zweite Hose anziehen könnte. Also man könnte einfach zwei Hosen anhaben. Ah, langweilig. Also ich habe gehört, es gibt Leute, die haben mehr als eine Laufhose. Was? Aber, ja, sowas soll es geben. Glaube mir. Trotzer. Ja. Immer diese Oberschicht. Ja, was soll ich sagen? Es gibt Leute, die haben einfach so viel Geld, die kaufen sich einfach so ungeniert eine zweite Hose. Das geht der Kopf mit der Welt. Ja. Das geht schon länger. Und das nicht erst, seitdem die Leute nur eine Hose tragen. Aber wenn ihr noch weitere Vorschläge habt für Kategorien, immer noch her damit. Wir sind da offen, sofern es irgendwie in einem vertretbaren Aufwand messbar ist, setzen wir das gerne um. So war auch die grundsätzliche Idee des Ganzen, dass das etwas ist von der Community für die Community und wir freuen uns über Feedback. Genau. Ja, weil vielleicht gibt es ja wirklich irgendwen, der sagt, ich organisiere für den Virtual Run einen lustigen Lauftreffen, wir sind 10 Leute in kurze oder lange Hosen. Ja. Machen was. Vielleicht sollten wir einfach die Kreativkategorie hinzufügen. Weißt du? Selbst aus uns jetzt, da sprudeln halt schon wahnsinnig gute Ideen raus. Und wenn wir sich ehrlich sind, beim letzten Mal hätte der Jordi, den wir hier wieder mal offiziell erwähnt haben wollen, hätte er mit seiner Aktion in der langen Hose am Laufband zu Hause laufen schon auch einen Kreativpreis verdient. Das ist richtig. Also wir warten, was da kommt und möglicherweise gibt es Ehrenpreise. Ja, das wollen wir natürlich nicht ausschließen. Aber wir bedanken und freuen uns schon jetzt bei den 38 wunderbaren Menschen, die teilgenommen haben. Wir hoffen, dass sie genauso viel Spaß haben werden wie wir und wir hoffen, dass einfach noch mehr wird.
Also ich sage jetzt einmal so ganz, ganz, ganz frech, also wenn wir so 50 wären, wäre das schon ziemlich geil. Also, ja, irgendwie wäre das wäre eine magische Zahl, finde ich, 50. Vielleicht kann man sich ja das als Ziel ausschreiben. Okay, so it's magic. Ja, ja. So, und jetzt, ja, oder hast du noch was zum Sagen zu dem Virtual Run? Nö, Virtual Run ist gebonkt. Genau. Was ich vorher noch erwähnen wollte, weil es in der letzten Folge vorkam und wir gemeint haben, dass wir kurz vor den 100 gefällt mir Likes, was auch immer auf Facebook stehen. Wir haben jetzt 105 gefällt mir Angaben. Wir haben es wirklich geschafft, in den letzten zwei Wochen die 100er Grenze zu erreichen. Ich weiß es, ich meine, unser Leben hat sich dadurch nicht merklich verbessert oder hat sich es bei dir irgendwie verbessert? Naja, ich schlafe jetzt da schon beruhigter. Das also ist so gut. Ein dreistelliger Schlaf ist schon sehr schläfrig. Also, jetzt hast du ihn geguckt. Tief. Ja, also, mir ist nichts eingefallen. Das freut mich. Aber es ist irgendwie cool und da wollten wir auch nochmal danken. Und dann gehen wir eigentlich schon über in die aktuelle Stunde und ich habe wieder, und meine Mama wird sich jetzt wieder wundern, sie hat mir nämlich vor zwei Stunden erklärt, wie dieses lustige Ding da heißt. Und ich habe gesagt, ich merke es mir. Sie hat prophezeit, dass ich es mir nicht merke. Und meine Mama kennt mich einfach viel zu gut. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber ich mache wieder dieses lustige aktuelle Stunde-Ding. Warte kurz. Ah, dein Klingelbeutel. Es war irgendwas mit Z. So viel habe ich mir gemerkt. Ich arbeite mich da Buchstabe für Buchstabe voran. Ich habe mir jetzt den ersten gemerkt. Und das nächste Mal merke ich mir den zweiten. Xylophon. Nein, das hätte ich mir gemerkt. Irgendwie Zimbala. Zimb, ich kann es nebenbei googeln, aber Zim. Zim Zalabim. Zibo? Zippo. Nein, Zibo ist es nicht, verdammt. Egal. wenn meine liebe Mama das hört, wird sie es mir sicher dann schreiben und sagen, dass sie recht gehabt hat. Ja. Gut. Dann gehen wir über zur aktuellen Stunde. Wir nehmen am Sonntag den 12. Mai auf und gestern hat stattgefunden der Transvulkanier. Einen Lauf, den ich ja schon mitgelaufen bin und über den ich schon das ein oder andere Mal geschwärmte und den ich wärmstens empfehlen kann. Magst du da mal die Resultatliste vorlesen? Ja, auf besonderen Wunsch darf ich die Resultatliste auch nochmal vorlesen. Ich bin sehr dafür, dass nur Bayern mehr mitlaufen dürfen bei egal was auch immer, weil es hat nämlich gewonnen. Ich glaube, es ist ein Franzose, auf alle Fälle. Ich nenne ihn jetzt mal ganz salopp die Baut Gary 4. So muss der wohl heißen. Er kommt aus Lyon übrigens. Er ist wirklich Franzose. Ja, hervorragend. Nächstes Mal nenne ich ihn einfach Theodor Gary. Ja. Der Tippout Gary 4 hat gewonnen. Vor dem Dmitri Mityaev und Peter Engdahl. Ja, der war einfach. Der war einfach. Und bei den Damen hat Ragnar Debatz gewonnen. Vor der Anneliese Ruset Seguret. Und deiner, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie eine Großtante von dir ist, die Megan Kimmel. Leider nein, muss ich dich leider enttäuschen. Aber ich hab schreib sie einfach an und sag, du bist der verlorene Sohn. Mama! Ja, was bringt man? Ich kann deswegen nicht schneller laufen, nur weil ich mit ihr verwandt bin. Sonderlich reich ist sie wahrscheinlich jetzt auch nicht, nur weil sie viel läuft. Also ich gewinne dadurch nichts. Also weißt du, was ich meine? Ruhm und Ehre. Dieser Podcast verschafft mir schon genügend Ruhm und Ehre. Da brauchen wir den Ruhm und Ehre der Megan Kimmel nicht. Das stimmt. Also ich bin aber jedes Mal wirklich schwer fasziniert, warum französische Namen so komisch sind. Weil, ja, selbst wenn es ein Finne wäre, dann würde er zwar Rülüdü, Rümpfendü heißen, aber man könnte nichts aussprechen und die Aussprache hat irgendwas mit der Schreibweise zu tun. Aber Thibaut Garivier hat halt
mit Thibaut Carrivier gar nichts zu tun. Ja, aber das hat schon mindestens schon nicht so schlecht geklungen. Thibaut Carrivier. Ja, das ist, lest das Zeug nach vier Bier. So sprichst du es aus. Super. Vielleicht sind die Franzosen einfach generell viel betrunken und dann so ist deren Sprache zustande gekommen. Ich meine, wenn die so viel Wein produzieren, dann muss die auch irgendwo wieder weg. Ich meine, die können nicht einfach nur produzieren, ohne den jemals zu trinken. Ach so. Ah, jetzt weiß ich, wie die das machen. Die machen das, die überlegen sich die Namen der Kinder erst während der Messe. Und dort gibt es Messwein. Das heißt, jeder ein Liter und dann, wie heißt das Kind? Thibaut. Und passt. Thibaut Carrivier. Ja, genau. Aber ich habe gerade, weil ich ihn gegoogelt habe, habe ich sein Strava-Profil offen und habe mir den Transvulkanierlauf rausgesucht. Und der hat ja gewonnen in 7 Stunden, 7 Minuten und 18 Sekunden. Ist ein 5,41er Schnitt. Das kann man mal machen auf 4.311 Kilometer. Zumindest sein Strava-Lauf hat das. Er hat eine verstrichene Zeit von 7 Stunden, 11 Minuten. Jetzt frage ich mich, was er die 4 Minuten gemacht hat, aber soll so sein. Und da geht es ja am Anfang, im dritten Kilometer, geht es da relativ steil bergauf. Das ist einmal in einem Kilometer 133 Meter rauf. Das ist einmal in einem lockeren 7er Schnitt gelaufen. Strava sagt, das wäre umgerechnet auf die Gerade ein 340er Schnitt. Das kann man auch mal machen. Aber das ist schon echt abartig, muss ich sagen. Vor allem als einer, der schon mal dort gelaufen ist. Für alle, die das nachhören möchten, es war in der Nummer 19, wurde davon erzählt, 2017 bist du dort gelaufen. Und das Foto der Folge zeigt, wie unanstrengend das ist. Mit deinem Lieblingsberggipfel, dem Rocket de los Muchachos. Der ist wunderbar. Ja, der ist wirklich wunderbar. Wie schnell warst du? Wir waren irgendwie 14,5 Stunden unterwegs. Man muss aber dazu sagen, wir sind es unter Anführungszeichen nicht sportlich angegangen. Also wir sind das dritt damals gelaufen, der schon viel erwähnte Jordi, der Trail Grip, der Bert und ich. Wir haben uns ein bisschen zufälligerweise gefunden. Also wir waren gleichzeitig dort und sind halt alle losgelaufen und haben dann irgendwie halbwegs dasselbe Tempo gefunden und gemeint, wir bleiben dann zusammen. Und der Jordi hatte Knieprobleme damals, kurz vorher aufgerissen. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, dann laufen wir das Ding einfach zu Ende und sind dann relativ viel auch gewandert. Ich glaube, wir waren 15, 16. Also 15 Stunden, 16 Minuten habe ich gerade offen. Ah, okay. Du hast das dankenswerterweise nämlich in der Folge 19 auch verlinkt. Ich bin schockiert, positiv überrascht. Da war ich wahnsinnig motiviert wahrscheinlich. Ich habe es versucht, über Strava zu finden, aber da war. Nein, ich habe es in der offiziellen. Nicht Besucherliste, Ergebnisliste heißt das Teil. Ja, cool. Aber das heißt, du bist aber ungefähr das, was du immer anpeilst, oder? Sieger mal zwei. Ja, obwohl wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Ernst, sage ich einmal, oder mit ein bisschen mehr Dings. Ich glaube, wir wären normalerweise fähig, das noch schneller zu laufen. Also man muss dazu sagen, der Abstieg dann runter, der letzte vom Roques de los Muchachos, der ist auf 2,4 der Gipfel und dann geht es in 9 Kilometern, 10 Kilometern geht es diese 2400 Höhenmeter runter bis zum Meer. Und damals bin ich aus einer Marathonvorbereitung gekommen, in der ich quasi fokussiertes Marathontraining gemacht habe, und der Transvulkanier war so ein bisschen meine Belohnung. Das heißt, die Höhenmeter und das Berg, da war ich nicht sonderlich drinnen. Und wie ich dann unten angekommen bin, nach diesen 9 Kilometern, 10 Kilometern Abstieg, war ich mit dem Leben fertig. Dieser Moderator da unten, der so ein bisschen Stimmung gemacht hat, hat dann irgendwas auf Spanisch gesagt und mir das Mikrofon vors Gesicht gehalten. Ich habe gemeint, nein, und bin dann halt weitergegangen. Also da war ich ziemlich erledigt. Aber weil ich halt auch nicht speziell auf die Anforderungen des Transvulkanier damals hintrainiert habe,
sondern den so mehr als Belohnung für mein Marathon-Training genommen habe. Also ich glaube, da geht schon noch einiges. Also du würdest sagen, wenn du es nochmal laufen würdest, würdest du ein bisschen schneller angehen? Weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ich finde, der ist halt so schön, und wenn man so weit reist, dann, und wenn man den zu Mert macht, würde ich den schon nochmal zu Mert machen, aber ich glaube, wir würden heute schneller laufen und wären zu schnellerem fähig. Passt. Ja. Dann, also generell, aber jeder, der überlegt, tun, solange man das Zeit und das die Zeit und das Geld dafür hat, unbedingt machen. Es ist ein absolut toller Lauf. Also ich bin schwer begeistert und kann mir definitiv vorstellen, irgendwann wieder dieses Ding nochmal zu packen. Was geil. Schätzt du? Zeitaufwand, Geldaufwand? Also auf Zeitaufwand wahrscheinlich 4-5 Tage? Ja, ich meine, ich bin am Samstag ist der Lauf. Ich bin, glaube ich, Donnerstag oder so hin und Dienstag wieder zurück, würde ich sagen. Also es zahlt sich halt aus, weil von Wien aus fliegt man fliegt so, also ich bin hin über Barcelona, glaube ich, geflogen, dann fliegt man nach Barcelona 2 Stunden und dann nochmal 2,5 Stunden oder so bis nach auf die Nachbarinsel, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, und dann nochmal 20 Minuten nach La Palma. Ja, und das, wenn es dort halt, vor allem ist dort im Mai schon relativ schön und relativ warm, also das kann man dann gleich auch mit ein bisschen Liegen dort genießen. Also der Jordi hat, glaube ich, damals sogar einen ganzen Urlaub draus gemacht mit 2 Wochen Familie, was auch gut geht. Ja, ich meine, so war er dann gar nicht so, also das Lauf selbst war gar nicht so teuer, 120 Euro, glaube ich, oder so. Das Hotel war auch nicht so arg teuer. Es war halt nur witzig im Hotel, weil das war gerade so die Pensionistenreisezeit, das heißt, du hast doch vor dem Lauf auf der einen Hälfte die Pensionisten gehabt und auf der anderen Seite Läufer. Und am Tag nach dem Ultramarathon sind beide ungefähr im selben Tempo und in derselben Haltung gegangen. Das war ein witziges Bild. Aber nein, wenn man sich die Stöcke teilen darf. Ja, genau. Ich glaube, wenn man da auch, also der Berto damals irgend so ein Airbnb-Teil oder so irgendwas ähnliches genommen, ich glaube, du kommst auch jetzt relativ, also für jetzt, wenn du für das verfliegen musst und so, glaube ich, kommst du noch relativ günstig davon. Aber was das jetzt genau in Euros heißt, keine Ahnung. Ja, also wenn ich es jetzt überschlagen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, wirst mit 500-600 Euro. Ja, günstigsterweise, wenn du mit 1.000er rechnest, bist dort. Ich glaube, der Bert ist sogar damals irgendwie Freitag hin und Montag zurück oder sowas, auch wegen Familie. Oder sogar Sonntag noch zurück, glaube ich. Also du kannst es auch irgendwie so ein mini verlängertes Wochenende machen, wenn es da wirklich da knapp auf knapp kommt. Naja, wenn du arbeitstechnisch nicht raus kannst, dass du sagst, okay. Ja, genau. Ja, genau. Schnell mal laufen gehen. Er ist ja jetzt so lang auch nicht. Ich meine, es sind 75 Kilometer. Ich weiß nicht auswendig, was die Cut-off ist, aber das ist, er startet um 6 in der Früh. Also das ist eine Distanz, die man gut an einem Tag auch machen kann. Ich meine, wir waren dann um, jetzt muss ich rechnen. 21 Uhr oder bis ungefähr fertig. Ja, ich glaube, die Cut-off ist irgendwann Samstag in der Nacht, glaube ich, ist die Cut-off. Selbst wenn du noch später reinkommst, hast du nicht die längste Nacht, aber kannst du eigentlich noch gemütlich einen Sonntag, dass du wieder einen Flug zurücknehmen kannst. Also ja. Und sonst musst du ein bisschen mehr trainieren. Wenn's die Bau hast, dann bis zum späten Mittagessen zu Hause. Ja, das heißt, du kannst den Abendflieger nehmen. Heißt einfach mal nur ein bisschen Gas geben. Genau. Bevor wir jetzt zur aktuellen Folge gehen, möchte ich noch einen kurzen Ding zwischenschieben. Und zwar hat stattgefunden, vor wenigen Tagen, von Hoka, hast du das mitbekommen? Das Carbon X Projekt? Ja. Da haben sie versucht, mit mehreren Athleten, weiß aber jetzt nicht genau mit wie vielen, diverse Rekorde aufzustellen und dabei ihren neuen Schuh zu promoten, diesen Carbon X irgendwas Schuh, glaube ich, so heißt er auch. Was da aber, glaube ich, das war, was die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat, war der Versuch von Jim Walmsley, die 100 Kilometer Weltrekord anzugreifen.
Und er hat den 100 Kilometer Weltrekord hat er nicht geschafft, so viel kann man verraten. Und sie haben dabei probiert, den 50 Meilen Weltrekord zu knacken. Also der Plan war quasi, sich auf die 100 Kilometer zu konzentrieren und im Vorbeilaufen quasi den 50 Meilen Weltrekord mitzunehmen. Es war als 100 Kilometer Ding ausgeschrieben. Das heißt, das habe ich nämlich dann auch in einem Podcast gehört, würde er quasi die 50 Meilen schaffen, den Weltrekord, und dann, sagen wir mal, nach 53 eingehen und aufhören und das Rennen quasi beenden, dann würde der 50-Meilen-Weltrekord nicht zählen, weil er das offizielle Rennen nicht zu Ende gelaufen ist. Also, okay. Es war wirklich auf 100 Kilometer angelegt. Es war jetzt kein offizielles Rennen im Sinne davon, dass jeder teilnehmen durfte, so wie ich es verstanden habe, sondern nur Athleten von Hoka. Ja. Aber es musste halt alle Kriterien erfüllen, damit das quasi ein legitimer, also ein anerkannter Weltrekord werden kann. Und sie haben sich da irgendwie auch relativ lang irgendwie den Ort ausgesucht und haben es dann für Sacramento entschieden. Diese Folsom-Gegend da. Also in Folsom sind sie gestartet, sind irgendwie diesen Fluss entlang und haben dann da so ein paar Runden gedreht gegen Ende. War irgendwie spannend, weil er hat den 50-Meilen-Weltrekord hat er geknackt in 4 Stunden 50. Also für alle, die jetzt nicht so schnell Kopf rechnen können und jetzt nicht so schnell in Kilometer umrechnen können, das sind 81,03 Kilometer, 50 Meilen. Und das ist in 4 Stunden 50 gelaufen. Da gibt es Leute, die laufen nicht einmal einen Marathon in der Zeit. Und das ist so eine ganz dezente 3,35er Pace. 3,35. Und das hat er mit einem Durchschnittspuls von 160. Nur damit du da ein bisschen was vorstellen kannst. Steht nämlich auf seinem Strava-Profil. Habe ich das gerade nachgelesen. 3,35. Kannst du das vorstellen? Also ich kann es mir vorstellen. Ich weiß, wie sie 3,35 anfühlen. Auf einen Kilometer. Aber das auf mehrere. Eher schwierig. Ja, abartig, echt abartig. Also das sind dann quasi zwei 30er Halbmarathons, hat der Jordi gesagt heute, sind das quasi hintereinander. Also unglaublich, also echt unglaublich. Und er ist aber danach ziemlich eingegangen, weil bei Kilometer 81 ist er noch einen 3,41er Kilometer gelaufen und Kilometer 82 war dann 13,36. Der nächste war 11,30, dann war ein 11,30er, 8,26, 8,40. Also da dürfte es dann echt nicht mehr so gut sein. Also da hat er dann wahrscheinlich den Tribut zollen müssen dafür, dass er da ein bisschen schnell unterwegs war. Merkt man auch, dass er keine Maschine ist. Genau, es gibt da einen sehr schönen Artikel bei Let's Run. Ich verlinke den. Okay. Wo sie eben mal die ganzen Seiten reinschreiben und wie es ihm gegangen ist und wann Schluss war. Genau, und der Japaner Hitaki Yamuchi hat quasi diesen 100 Kilometer Event gewonnen in 6 Stunden 19,54, was ja auch schon abartig schnell ist. Und ich meine, er ist dann in 6,55, 24 oder so ist er ins Ziel gekommen. Also allein das würde ich schon gern laufen können, aber ja, ist es trotzdem. Es hat er dann nicht zum Weltrekord gereicht, aber es ist trotzdem abartig schnell. Ja, genau. Dann würde ich sagen, herzliche Gratulation von Jim Wamsloch, wenn er es nie hören wird, von uns an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, lass uns in die aktuelle Folge gehen. Genau, und da wollen wir dazu zuerst vielleicht von dir und deinem Lauf berichten. Du bist ja letzte Woche gestartet beim Things for Life Run. Was waren da deine Pläne? Wie bist du an das Ganze rangegangen? Und was vor allem die Zuhörer am meisten interessiert, welche Art der Superkompensation hast du gewählt? Ja, korrekt. Bin letzte Woche, was? Ja. Letzte Woche. Beim Wings for Life Run in Wien gestartet, wieder.
Und das, ich beschreibe mal die Umgebung, weil es hat am Vortag geregnet, es war sehr kalt und die Wetterfeen dieser Nation haben gesagt, nächster Tag, 12 Uhr, es hört zum Regnen auf, 10 Grad, bedeckt, 10 km/h Windgeschwindigkeit. Da haben wir gedacht, das ist wie Linz, super. Dieses Nicht-Regnen. Nicht-Regnen, my ass. Es hat geschüttet den ganzen Nachmittag. Ist es dann ungefähr genauso schlimm, wie wenn es Wind gewesen wäre? Es war auch windig. Aber hast du damit, es war aber nicht so schlimm. Hast du damit den Regen auf dieselbe Stufe für dich gestellt wie den Wind? Vom Aggressions. Nein. Regen war blöd, Regen war kalt. Es ist vor allem immer kälter geworden. Aber wenn wir jetzt vom Anfang an weggehen, mein Plan war, ich bin vor 2 Jahren bin ich das erste Mal gelaufen und bin 21 Kilometer weggekommen. Es war irgendwie 25er Schnitt oder irgendwas in die Richtung. Keine Ahnung. Irgendwas um den Dreh. Und war schon sehr stolz auf mich. Bin dann letztes Jahr, war mein Plan, 25 Kilometer gehen. Und bin dann 27, irgendwas gekommen und habe gedacht, super, super. Letztes Jahr war ja dann auch kurz nach deinem ersten Marathon, oder? Genau, da war ich dann tatsächlich schon einmal in irgendeinem, nennen wir es mal, einigermaßen geregelten Training. Okay. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, na, jetzt, da hast du ein Jahr lang trainiert, mehr oder weniger geregelt, aber du hast halt Dinge getan. Bist du dir sicher, dass du nicht nur ein Jahr lang super kompensiert hast? Das ist nicht so klar zu sagen, oder wie? Ich habe dazwischen immer wieder Laufeinheiten eingestreut. Ach so. Ja. Erzähl mir mehr. Ich bin quasi ein Fluxkompensator. Ich laufe Flux herum und kompensiere es dann wieder. Ich habe jetzt gerade nämlich sowieso ein Rothaus-Pilz-Tannenzäpfle. Also, nicht schlecht. Ich kompensiere mal. ist das denn nicht eine Nachkompensation oder ist das schon wieder Vorkompensation für den nächsten Lauf? Das ist präventiv. Präventiv-Kompensation. Also ich muss sagen, du bist der King of Compensation. Ja, der Compensator. Der Compensator. Habe natürlich meinem Motto getreu am Freitag davor ein wenig super kompensiert. Ja, genau, das wollte ich ja fragen, oder da habe ich ja auch initial gefragt, welche Art der Superkompensation hast du gewählt? Berichte. Dieses Mal habe ich mir gedacht, Bier ist zur Kompensation gut. Okay. Wodka, Lemon war auch nicht schlecht. Und dann haben wir gedacht, wenn man jetzt da normalerweise, wenn man unterwegs ist, dann gibt es ja diese Energy Gums und Gels und so weiter, die sind meistens mit Koffein versetzt. Mhm. Also, und nachdem es auch der Wings for Life Run von Red Bull war, haben wir gedacht, aha, wenn man denn das kombiniert und Wodka Bull trinkt, dann ist es Koffein, super kompensieren, und noch markentreu. Es kann nur gut gehen. Das ist das ultimative Trifecta der Superkompensation. Genau. Gesagt, getan, probiert. Aber lass mich da jetzt nur eine fiese Gegenfrage stellen. Du hast ja berichtet, die Superkompensation funktioniert ja nur, wenn du quasi einen Tag dazwischen hast. Weil du dadurch quasi in ein tiefes Loch fallst und einen Kater auszukurieren hast und der aber dich in eine quasi eine tiefe Tiefenregeneration bringt, die dich dann quasi am nächsten Tag in unbekannte Leistungssphären hieft. Katapultiert. Ja, genau. Wenn du jetzt aber diesen sehr delikaten Prozess, und der ist wahrscheinlich sehr, sehr fein abgestimmt, deswegen auch der Tag, und das muss alles feingetunt werden, wenn du diesen nun mit Koffein manipulierst, kannst du dadurch nicht diesen super Kompensationseffekt um die entscheidenden Minuten hinauszögern, sodass der Leistungszuwachs nicht zu spät kommt?
Du hast grundsätzlich, ich verstehe deinen Punkt und du könntest da grundsätzlich einen validen Ansatz haben. Ich glaube, ich werde es einmal empirisch austesten müssen. Ja, ich würde dich bitten, das in deine Forschung mit aufzunehmen, weil das wäre eine Studie, die mich persönlich sehr interessieren würde. Mach ich glatt. Also ich werde dann sagen, wie viel Koffein, ob das Ganze verschiebt und ob vielleicht zu viel des Guten dann die ganze Kompensation verschiebt. Gut, aber ich meine, zu viel des Guten, ich meine, noch mehr und wir landen bei Alkoholvergiftungen, oder? Ja, dann, also wenn man in seinem Laufrucksack hinten drinnen die Kompensation ja, dann würde ich mir Sorgen machen und dann würde ich vielleicht um eine Intervention bitten oder so. Eine Kompensationsintervention. Ja. Ah, ja, also, okay. Das Kompensationsfeld ist ein immer, immer spannendes, merke ich gerade. Ein Minenfeld zwischen explosiven, tollen Resultaten und dem jederzeit drohenden Abschluss. Ja, aber es ist genau diese feine Linie, die du gehen musst, um quasi aus deiner Komfortzone rauszukommen. Nur durch Leute, die quasi das Unmögliche möglich gemacht haben und die quasi gegen die Empfehlung aller anderen, die gesagt haben, nein, es geht nicht, trotzdem den Schritt gemacht haben und gesagt, ja, es geht. Nur durch die sind Leistungen entstanden, die heute für uns ganz normal erscheinen. Das heißt, das ist einfach, es ist quasi deine Berufung, da in neue Sphären vorzudringen. Weißt du, was ich meine? Ja. Jeder hat seinen Zweck im Leben und ich glaube, diesen Grad auszuloten, da kann ich mein Schäufelchen beitragen, damit jeder gut und sicher zu seinem Top-Resultat kommt. Du bist in der Hinsicht einfach ein Segen für die Läuferwelt. Das muss man einfach mal so unverblümt sagen. Ach, das Lob nehme ich doch gerne. Also ich fasse zusammen. Das heißt, du hast super kompensiert mit Wodka Red Bull und Bier. Korrekt. Vielleicht, was auch noch interessant wäre, wenn wir noch kurz beim Thema Superkompensation bleiben könnten, der Grad der Alkoholisierung. Also es wäre durchaus spannend, zu sagen, man nimmt zu vordefinierten Zeitpunkten am Freitag, sagen wir so um 11 und um 1 Uhr in der Früh, wenn wir davon ausgehen, dass wenn du fortgehst, dass du wahrscheinlich nicht um 11 schon im Bett liegst und auch wahrscheinlich nicht um 1 schon im Bett liegst, dass du dort einen Alkoholtest nimmst, damit du auch siehst, wie viel Alkoholisierung es braucht, damit die Superkompensation ihre maximale Kraft entfalten kann. Dass man sagt, stimmt. Dann könntest du nämlich die Parameter Alkoholisierung und Koffeinzufuhr nämlich perfekt feintunen, sodass du die maximale Superkompensation herausholen kannst. Viel Forschung ist noch notwendig. Viel Forschung ist noch notwendig. Wir werden hier zwei Probandengruppen aufstellen. Die eine, die super kompensiert, eine Vergleichsgruppe, die einfach nichts trinkt. Ja, ich sehe da große Studien auf uns zukommen. Ich führe die Gruppe der Nichttrinker an. Und wer uns jetzt um diesen Studien auch quasi maximale wissenschaftliche, wie soll man sagen, Glaubwürdigkeit zu geben, wer uns ein Alkotestgerät spenden will, das soll uns ein paar Münzen in den Patreon reinschmeißen. Wenn wir genügend haben, dann kaufen wir uns ein Alkotestgerät für den Peter, damit er auch wirklich freitags beim Weggehen einfach sein Alkoholgehalt messen kann. Was kostet so ein Teil eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Rede mal weiter und erzähl von dem Lauf. Ich google mal, was ein Alkotestgerät kostet. Okay. Wir haben uns dann eben in dem tollen Wetter am Start eingefunden. Und das war im Wiener Rathaus. Also die Wiener Strecke ist so, für alle, die es nicht kennen, weil es ja an, ich erkläre den Wings for Life Run ganz kurz. Wings for Life Run heißt, dass rund um die Welt an, dieses Mal war es 12 Städten, waren fixe Läufe plus, ich weiß nicht, wie viele App-Runs organisierte, das es noch gab, rund um die Welt. Und die starten alle zur selben Zeit. Und wie in Wien war die Startzeit 13 Uhr. Und ab dem Zeitpunkt laufen alle los. Eine halbe Stunde später fährt das Catcher-Car los. Zuerst mit, ich glaube, 12 km/h oder 14 km/h. Und alle halben Stunden wird das Auto schneller. Zuerst um 1 km/h oder 2 km/h und nachher werden es 4. Sie haben das jetzt ein bisschen verändert, dass die Leute nicht so weit kommen, weil die letzten Jahre waren sie jenseits der 80 Kilometer die weitesten.
Und jetzt haben sie es ein bisschen angezogen, damit es am Schluss ein bisschen enger wird. Steigert das K einfach schneller die Geschwindigkeit. Für Menschen bis Marathondistanz, soweit ich weiß, hat sich gar nichts geändert. Oder zumindest nur marginal, so eine Minute rauf, runter. Mein Plan war, das C-Ziel war so weit kommen wie letztes Mal, das B-Ziel waren 30 Kilometer, das A-Ziel waren 32 Kilometer. Die Strecke in Wien ist vom Rathaus Wien einmal rund um den Ring herum, dann den Naschmarkt hinaus bis zum Gürtel, rauf bis zur Marie-Hilfer-Straße, wieder retour bis zum Rathaus. Das sind dann, ich glaube, es sind genau 10 Kilometer, plus minus ein bisschen. Und wenn ich mich nicht täusche, entspricht es ungefähr einem 7er Schnitt von der Pace her. Oder ein bisschen schneller. Also wer einen 7er Schnitt läuft, kommt ungefähr 10 Kilometer weit, ist wieder dort, wo er angefangen hat und alles ist gut. Und dann geht es eben weiter Donaukanal entlang bis in den Prater, durch den Prater durch. Am Praterstern vorbei, dann kommt bei Kilometer 25 der Mont-Reichsbrück, weil nach 25 Kilometer die Reichsbrücke relativ steil ist und lang und weit und windig und kalt und nass und blöd. Das ist übrigens der Startpunkt des Wien-Marathons. Genau, deswegen ist es vielleicht auch blöd. Entschuldige, dass ich deine wunderbare Ausführung unterbreche. Ja. Ich habe jetzt nämlich offen den Alkotest-Vergleich 2019 von Vergleich.org und der Testsieger mit ausgezeichnet mit sehr gut kann man auf Amazon kaufen. Das ist der Träger Alkotest 3820 um 269 Euro. Ich schicke dir die Links, du kannst es bitte in den Shownotes verlinken. Falls ihr am Thema Alkotest interessiert seid, ich habe das hier beim Laufen entdecken Podcast zuerst gehört. Wir sind echt. Ja, wobei, das sind ein bisschen doch recht professionelle Geräte ja, schon. Ich habe auch welche gesehen, also den billigsten, den ich gesehen habe, war 70 Euro, der DA 7100 und auch welches um 100 Euro. Aber ich meine, für uns ist das Beste gerade gut genug, wenn wir so eine wissenschaftliche Studie machen und hier quasi in neue wissenschaftliche Dimensionen vordringen wollen, dann können wir uns mit einem Billiggerät wohl nicht zufrieden geben. Ja, da hast du wirklich sehr recht. Entschuldige, das sind da. Weil diese 33 und 20 Euro Geräte werden wahrscheinlich nicht so toll sein. Ich wollte dich aber jetzt, tut mir leid zu unterbrechen, fahre fort, wir waren bei Kilometer 25 und der Reichsbrücke. Ja, das war so, also das ist die Streckenbeschreibung und dann geht es, glaube ich, raus bis zur letzten U-Bahn-Station. Das ist bei Kilometer 30, glaube ich. Dann geht es aus Wien hinaus und Richtung Tulln und wieder retour. Je nachdem, wie weit man kommt. Und du bist irgendwie, soweit ich weiß, hast du ja geplant, glaube ich, mindestens bis zur letzten U-Bahn zu kommen und dann so ein bisschen überlegt, ob du nicht ob du jetzt weiter rauslaufen sollst oder nicht, oder? Genau. Also, wie gesagt, nach der Reichsbrücke geht es bis zur letzten U-Bahn, das sind ungefähr 30 Kilometer, dann auf die Donauinsel, sondern 32 und dann Richtung Tulln raus, also bis nach Korneuburg 42, bis Tulln, sonst glaube ich dann irgendwie 70 oder irgendwas in die Richtung und dann wieder retour. Sie haben gerechnet, dass die weitesten irgendwo zwischen 65 und 70 Kilometer dieses Jahr kommen werden, weil das ist dann schon irgendwie ein 3,40er Schnitt oder so. Wie man ja vom Jim Walmsley gelernt hat, kann man das auch schneller machen. Genau, also das ist machbar, wenn man den will. Auf alle Fälle, wir sind zu dritt losgelaufen, der Sebastian, mit dem wir schon, der auch beim Wut dabei war, mit dem wir schon den 800 Meter Lauf und so weiter gemacht die größte berühmt und Bekanntheit, glaube ich, erlangt hat, indem er beim Vienna Winter Trail am Ziel vorbeigelaufen ist. Das ist korrekt, also er hat da schon Marken für die Ewigkeit gesetzt. Für alle, die Folge nicht gehört haben, empfehlen wir sie wärmstens. Das war Folge 52, 51, so irgendwas. Ja, also jeder, der irgendwann mal einen Navigator braucht für einen Trail, er ist es. 52, ich habe sogar recht gehabt, das Rennen endet erst im Ziel. Aber man muss halt auch sagen, er ist halt auch nur Triathlet. Also er kann es halt auch nicht besser.
Ja, aber ohne Wechselzone ja, wird es schwierig. So sehen sie die Triathleten. Auf alle Fälle, der war dabei und ein sehr bekannter Mann, der Preis Franz, also von Preis Extrem, der mittlerweile sechsmalige Starter vom Race Across America, der dieses Jahr ausnahmsweise wieder zurückkehrt zur Laufbühne, weil er hat sich angemeldet für einen 100-Kilometer-Lauf, den er dieses Jahr durchzieht und deshalb läuft welchen, er jetzt ein wenig. Für welchen 100-Kilometer-Lauf hat er sich angemeldet? Weißt du das? Kann ich inzwischen nachschauen, auf alle Fälle in Amerika. Ah, okay. Einen, den man kennt oder eher so einen Unbekannten? Ich glaube, es ist ein gar nicht so Unbekannter. Ich werde das rausfinden. Gut, aber ihr seid dann irgendwie los und ich glaube, es lief am Anfang auch relativ gut, oder? Wir sind los. Es lief tatsächlich sehr gut. Also bis auf eine Kleinigkeit. Also das muss jetzt da vorab gleich loswerden, weil der Wings for Life Run in Wien hat etwas mit dem Wien-Marathon gemeinsam. Es ist immer schlecht. Das kann einfach nichts Gutes heißen. In dem Fall stimmt, weil es gibt Startblöcke. Und der erste Startblock sagt, du bist entweder schon mal weiter als 30 Kilometer gekommen oder du bist einen Marathon unter 3 Stunden gelaufen oder du bist einen Halbmarathon bei 1,30 gelaufen und der zweite Startblock ist dann ein bisschen langsamer, der dritte und der vierte ist nachher egal. Also wer auch immer. Also du brauchst keine Zeit haben. Jetzt, da habe ich mich schon in den ersten Startblock gemeldet, weil meine Halbmarathonzeit knapp bei der 1,30 ist und ich weiß, dass ich die 30 Kilometer angepeilt habe oder mehr. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ein 3-Stunden-Marathon und ein 1,30er Halbmarathon die gleiche Stufe sein soll. Es ist zumindest aber ähnlich. Also, naja, also ein 1,30er Halbmarathon traue ich mir heuer noch zu. Ein 3-Stunden-Marathon sicher. Ja, 1,30er müssen wir noch laufen. Na eben, aber das, also und 30 Kilometer beim Wings for Life Run ist ein 4,50er Pace. Also das ist noch einmal langsamer. Also irgendwie ist die Berechnung sehr komisch. Auf alle Fälle, du stehst in diesem ersten Startblock drinnen. Der erste Startblock ist knackvoll. Und der Startblock ist bei diesem Rennen ja wichtig. Weil es ist kein Nettozeitlauf, sondern es kommt der Startschuss und alle laufen los. Beziehungsweise die ersten laufen los. Und je weiter hinten dass du bist, desto langsamer laufst du los. Jetzt da sind in diesem ersten Startblock, also so viel Startblock 3 und 4 Menschen, die da vorne herumkrebsen und über die du drüber laufen musst quasi, das ist durchaus schwierig, um nicht ärgerlich zu sagen. Ist es halt dann wahrscheinlich nicht gescheit kontrolliert worden, oder? Und das, Nein, das ist ja das, was ich nach wie vor nicht verstehe. Warum man das nicht kontrolliert? Was ist so schwer daran, das einfach mal zu kontrollieren? Weil es macht einfach einen riesen Unterschied, wenn du das kontrollierst. Da tue ich mir echt schwer. Das verstehe ich nicht. Ich eben auch nicht. Und das ärgert mich ein bisschen, weil wenn es mir schon egal ist, ist ja auch gut. Soll es egal sein. Aber dann schreibt keine Startblöcke aus. Dann sagt es halt einfach, hey, die Schnellsten stellen sich bitte vorne hin, die Langsamsten hinten. Aber eigentlich ist es uns wurscht. Ist ja gut. Dann kennt man sie aus, dann prügeln sie die Leute um die erste Startreihe und fertig. Aber anzusagen, wir machen das, wir kontrollieren und bitte macht das so und so, das ist halt... Ja, es ist halt sehr useless. Das ist irgendwie. Aber da ärgere ich mich in Wien schon immer wieder drüber und ich mag mich jetzt nicht nochmal ärgern und ich werde es aber auch irgendwie noch nie ganz verstehen. Aber es ist halt irgendwie einfach so und deswegen. Genau, und da ist es da genau gleich gewesen wie beim Wien-Marathon. Es interessiert einfach überhaupt niemanden irgendwie und du stehst dann halt drinnen und bis Kilometer 3, also der erste Kilometer, den sind wir, glaube ich, gelaufen in 6 Minuten oder so. Wir haben einmal eine Dreiviertelminute verloren, bis wir bei der Startlinie waren, bis wir losgelaufen sind und dann war der erste Kilometer irgendwie ein 6er-Schnitt. Und das ist halt mühsam, wenn du sagst, okay, ich peile 32 Kilometer an, wenn ich es schaffe, weil das war das A-Ziel.
Und das ist ein 4,44er Schnitt. Wenn du dann einmal eine Minute oder eineinhalb verlierst am Start, den musst du halt auch wieder mal reinlaufen. Das ist dann nervig. Das ist dann wirklich nervig. Aber ja, kannst dann im Endeffekt eh nichts machen. Ich meine, früher sind die Läufer nur so gestartet und es ist auch irgendwie gegangen, aber man könnte, ja. Ich reg mich da gar nicht mehr auf. Es ist einfach so und dafür hilft ja nichts und dafür laufen wir halt bei solchen Läufen halt nicht mehr so oft mit. Ich zumindest nicht, weil dann muss ich mich nicht so viel ärgern. Ja, also ich habe mir vorgenommen, wenn ich den vielleicht nächstes Jahr nochmal laufe oder in 2 Jahren, keine Ahnung, stelle ich mir einfach in die 4. Reihe. Scheiß drauf, einfach ganz vorne hin, Louis. Ja, erster Startblock ist mir doch wurscht, dann stelle ich mir halt ganz vorne hin. Dann müssen die Leute halt mal mich überholen. Gut, das tun sie sonst eh so oft. Also ich meine, erst Kilometer 36. Richtig, aber da rede ich auch einmal dagegen. Aber ihr seid dann offensichtlich ja gut ins Laufen gekommen, weil du bist ja dann relativ weit auch gekommen. Wir sind gut ins Laufen gekommen, sondern tratschend und scherzend einmal die ersten paar Kilometer angegangen. Ich habe es wieder geschafft, dass ich bei der zweiten Labestation oder so den richtigen Becher genommen habe und irgendwie so ein lauwarmes Red Bull in mich hineingekippt habe. Red Bull. Red Bull. Sonst aber alles eigentlich sehr, sehr nett. Wir haben dann auch irgendwie zum Teil 4,30er, 4,35er Kilometer drinnen gehabt. Irgendwann bei Kilometer 12 oder 14 hat meine Playlist kurzfristig, also ich habe immer die gleiche Playlist drinnen, aber ein paar gute Lieder hintereinander gebracht. Und ich wurde von den anderen gefragt, was gerade los ist. Und weil ich, das habe ich dann erst später auf der Uhr gesehen, plötzlich an 4,20er Kilometer drinnen gehabt habe oder so. Es ist aber echt schwer bei Fear Factory und Cataclysm langsam zu laufen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe dann müssen jedes Mal, meine Richtschnur war, wenn wir zu schnell Leute einsammeln, dann sind wir wahrscheinlich zu schnell. Ja. Weil wir haben die ganze Zeit Leute eingesammelt. Wir haben bis zum Schluss, haben uns, glaube ich, 7 Leute überholt und wir haben Hunderte überholt. Ja, wenn es einfach läuft und läuft, oder? Ich meine, das muss man dann auch irgendwie ausnutzen. Es war, wie gesagt, es war dann so ab Kilometer 15, 20 war es echt kühl. Also im Sinne von, es war die ganze Zeit kalt, aber dann ist bei mir auch die Hosen schon ein bisschen durchnässt gewesen. Mhm. Also dann habe ich es dort, ich habe es dann ein bisschen dort gespürt. Die anderen beiden, die mitgelaufen sind ja in kurzer Hose gelaufen und haben mir nach dem Laufen gestanden, dass das wohl nicht die beste Wahl war. War sicher eine gute Idee, sag sowas nicht. Eine kurze Hose ist immer eine gute Idee. aber die Stellen, die am kältesten waren, nach dem Lauf waren, die Finger, weil sie keine Handschuhe mitgehabt haben. Das hat ja nichts mit einer kurzen Hose zu tun. Das muss man einfach ein bisschen gewohnt sein. Weißt, eine kurze Hose ist halt etwas, das braucht eine gewisse innere Härte. Es ist nicht jeder in der Lage, eine kurze Hose zu jeder Zeit zu tragen, zu jedem Wetter zu tragen. Da brauchst du einfach eine gewisse innere Härte oder auch eine gewisse innere Reife und einfach innere Größe, muss man auch einfach so sagen, damit du quasi reif bist für die kurze Hose. Wenn man halt so ist wie du, der offensichtlich hat diese innere Weisheit nicht hat, dann bleibt einem halt nichts anderes übrig, als selbst bei 30 Grad eine lange Hose anzuziehen. Naja, ich habe die Reife, dass ich vorher einen Wetterbericht lese. Das sieht man schon wieder. Und mich den Umständen. Das sieht man schon wieder mal. Dieses Lesen, das bringt dir einfach nichts. Nein. Es ist kein gut, gell? Das Lesen ist kein absolut gut. Schlecht. Zieh einfach immer eine kurze Hose an, dann hast du einfach keine Probleme. Ja. Auf alle Fälle. Ich habe jetzt gerade Fotos gesehen, nämlich von dem Lauf. Also die Straße ist wirklich, es schaut aus, wie wenn wir in einen Bach laufen würden. Es hat echt geschüttet, wenn man das so anschaut. Während dem Lauf ist gerade aufgefallen. Wir haben auch ein paar Fotos gepostet auf unsere Facebook-Wand, wer sich das anschauen will, wenn er nicht die Shownotes schon durchforstet hat, kann uns doch gleich einen Like hinterlassen. Genau. Auf alle Fälle sind wir dann bis Kilometer 21, 22 gut gelaufen.
Und dann ist der Franz mal kurz weg gewesen, weil er ein Läuferproblem auskurieren musste. Ja, der ist gekommen. Also einen klassischen Flow. Ja. Und hat gesagt, er ist gleich wieder da. Dieses gleich wieder da hat 6,5 Kilometer gedauert, weil wir haben nachher geschaut, das war vielleicht gar nicht so nett, aber es ist uns auch nicht aufgefallen. Wir sind in einem 440er-Schnitt weitergelaufen. Und das nicht aufholen ist auch nicht so leicht. Ja gut, und er ist wahrscheinlich nicht so schnell am Klo wie ich. Richtig, richtig. Also ich gehe davon aus, dass er mehr als 7 Sekunden braucht. Siehst du? Fehler. Wobei bei dem Regen hätte er es einfach laufen lassen können, da wäre es wurscht gewesen. Und wir sind dann bis Kilometer 27, 28 gekommen, das war ja mein B-Ziel. Das Auto war noch weit nicht zu sehen, also super, super, wir laufen weiter. Dann waren zwei Damen vor uns, die waren sehr faszinierend und die haben offenbar das gleiche Thema wie der Franz selber. Der Franz ist relativ klein vergleichsweise. Mhm. Ich glaube, der ist sogar noch ein Stück kleiner wie du. Du bist wahrscheinlich ein 70 oder so, oder? Nein, ich bin ein 75, glaube ich. Ich habe schon lange... Ein 75, ja, dann, ich glaube, er ist ein 70 oder ein 72. Und der Sebastian und ich sind beide so ein 85 und der Franz hat ja gesagt, er hat ein Problem mit Geschwindigkeit, also er kann auf der Ebene nur bis zu einem gewissen Grad Geschwindigkeit aufbauen. Mhm. Er ist genauso wie du, gib ihm einen Berg, eine Tempo, rauf. Das kann er mit Kraft ausgleichen. Ja. Aber auf der Ebene oder bergab, wir machen 2 Schritte, er macht 4. Ja. Und wobei, man muss dazu sagen, sein schnellster Marathon ist 2,52. Na gut, das ist jetzt... Zwecks der Relation wäre es gewesen. Das geht. Also Geschwindigkeit ist relativ in dem Fall. Nur sind eben auch zwei Mädels vor uns gelaufen, die waren wahrscheinlich 1,60. Und die sind völlig entspannt, in derselben Pace wie wir, feixend und scherzend vor uns dahingezuckelt mit einer Lässigkeit, da haben wir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Die haben ein Fußwerk wie so eine Nähmaschine. Also das war nur so da. Da denke ich mir so, ja, aber es schaut total entspannt aus dabei. Also Hut ab von denen. Ja, aber weißt du, es ist nicht jeder, es gibt auch Leute, die da halt ein bisschen fitter sind und dann ist es schon, ist immer eine Frechheit, wie einfach das ausschaut. Vor allem haben sie dann bei 30 Kilometern einfach so, oh ja, 30 passt und sind stehen geblieben. Also, ja, für die, das war aber nicht so, ich bin jetzt fertig oder das Auto kommt oder sonst was. So, wir haben uns 30 vorgenommen. Ja, vielleicht war das für die einfach nur ein Longjog, weißt du? Ja, es hat eh so ausgeschaut. Und mehr als 30 brauchen es nicht, deswegen gehen wir wieder an. So in etwa. Und wir sind dann noch weitergelaufen und 32,08 Kilometer später nach dem Start war denn dann das Auto neben mir und hat mich eingefangen. Und es war exakt auf dieser Brücke, die ich erreichen wollte. Also es war wirklich eine Punktlandung. Welche Brücke war das, weißt du das? Ja, die gelbe Brücke. Ah, die Nordbrücke. Also die Nordbrücke. Genau, genau bis zu der wollte ich kommen. Und amüsant an der Stelle war ja dann noch, dass wir bis zum Brückenstart nebeneinander gelaufen sind. Auf der Brücke ist es nicht gegangen, weil es so schmal war dort. Jetzt haben wir versucht, einen Zielsprint zu machen. Und der Sebastian hat es tatsächlich geschafft, uns auf einer Brücke 400 Meter abzunehmen. Er hat nämlich geschafft, dass er oben diesen Hügel noch mitnimmt. Dann hat er ein bisschen quasi seine Masse in Schwung gebracht und hat das Auto bergab nochmal abgehängt über die Kurve und hat tatsächlich, ich glaube, 30 oder 40 Plätze war der am Schluss vor uns, weil er 400 Meter mehr gemacht hat. War sehr lustig. Das ist nur mal, was ein Schlusssprint noch alles bringen kann. He? Aber er hat ja schon beim Vintage Trail ja dann beim letzten Kilometer hier nochmal gescheit anzahlt und einen niedrigen 330er Schnitt angeschlagen oder Dreier Schnitt an. Ja, er ist wirklich topfit. Obwohl er Triathlet ist. Ja. Es ist schockierend. Wahnsinn. Das glaubt man gar nicht.
Auf alle Fälle, Wings for Life Run war wieder sehr nett. Wie gesagt, es war sehr kalt, es war sehr nass, es war von den Umständen her war schwierig, aber der Lauf an sich war wirklich wieder schön. Wirst du den nächstes Jahr wieder machen, oder wie? Habe ich das... Ich weiß nicht. Also wenn das nächstes Jahr wieder zusammenfällt, zum Beispiel mit dem Innsbruck Trail Festival, dann werde ich dann wahrscheinlich eher das andere mal machen, also das Trail Festival, weil ein bisschen Abwechslung hergehört. Und dieses Jahr hätte ich ja gern beides gemacht, aber es war ja tatsächlich am gleichen Tag. Also es ist war selbst für dich unmöglich, ja? Genau. Also leider nicht möglich. Aber das ist eine wunderbare Überleitung. Ja, ich fand auch, es war irrsinnig genial, wie du das übergeleitet hast. Ich wollte allerdings noch eins loswerden, und zwar einfach nur gratuliere, weil ich meine, das war eine Hammerzeit, die du da rausgehauen hast, und das muss ja auch mal anerkannt werden. Danke. Gratuliere. Danke, vor allem, ich habe mir das durchüberlegt, wenn ich das Tempo 10 Kilometer durchgehalten hätte noch, was ich zwar nicht weiß, ob ich das geschafft hätte, aber dann wäre das 3,20er Marathon gewesen. Mhm. Ich meine, das wäre so nochmal 10 Minuten fast runter. Wären wahrscheinlich noch harte 10 Kilometer geworden, aber vielleicht wärst du ein bisschen eingegangen und du wärst bei einer 3,25 rausgekommen, wäre jetzt auch nicht so zuwider. Mhm. Gratuliere. Bin nicht unglücklich. Der Vollständigkeit halber, damit wir es nicht erwähnen, können wir noch erzählen, wie es ausgesehen hat gesamt, weil gewonnen hat nämlich ein Russe dieses Mal. In Wien oder gesamt? Gesamt. In Wien war es ganz, ganz lustig. Es hat nämlich der Kedema lange geführt und der ist bei 30 Kilometer oder so ausgeschieden. Ich gehe davon aus, dass er einfach jetzt nichts mehr riskieren will in der Vorbereitung. Ich glaube, der ist es einfach nur mitgenommen. Ja. Der weiteste in Österreich war oder in Wien muss jetzt da ganz flugs nachschauen, war ein Pole, Baran Wojciech mit 54 Kilometer. Also das ist wirklich tatsächlich 20 Kilometer oder so weniger wie die Jahre davor. Das ist schon, durch dieses, dass das Auto schneller wird. Und die Karin Freitag hat die Damen gewonnen und ist gesamt Siebte geworden mit 49,16. Das ist auch eine starke Leistung. Also das ist Respekt. Ja. Und ich meine, 20 Kilometer weniger ist wirklich, schon einiges. Ja. Naja, weil einfach das Auto hat ja dann echt schon bei 60 Kilometer waren die Besten, auf 30 km/h, glaube ich, beschleunigt oder so. Also ja, das ist dann schon schnell. Da kannst du nicht mehr davon. Weil letztes Jahr waren sie einfach so viel weiter, dass sie das anpassen mussten, weil der Aaron Anderson letztes Jahr hat 89 Kilometer geschafft. Ich meine, das sind 13 Kilometer mehr wie der Zweite. Weil der hat 76 gehabt, aber 76 Kilometer ist jetzt im Vergleich zu 54 schon mal ein Unterschied. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied, da haben sie schon ordentlich gekürzt. Letztes Jahr war der Wolfgang Wallner in Wien mit 64 und jetzt da waren wir bei 54, also 10 Kilometer sonst. Aber es ist amüsant, dass in Wien bist du mit 44 Kilometern 25. Ich meine, wenn du überlegst, wenn du jetzt da die, was müsstest laufen, damit es einen Marathon fertig läuft? Welche Pace? Eine 4,25, eine 4,23. Also das, was du gelaufen bist, ein bisschen schneller. Dann schaffst du den Marathon. Ein bisschen. Oder um den Dreh. Um den Dreh. Ja, so das müsste eine 3,6er Marathon auch so sein. Ja, genau, aber dann bist du irgendwo bei Top 50, Top 60, dieses Jahr zumindest. Also das Jahr war sicher nicht das stärkste Jahr, aber es waren halt auch von den Umgebungsvariablen war sicher nicht das Jahr, was am leichtesten war. Also der Franz, der das ja oft schon gemacht hat, hat auch gesagt, also 5 bis 10 Minuten mit besseren Bedingungen wären schon drinnen gewesen, weil im Regen und nasser Fahrbahn und kalt und Wind und so ist jetzt nicht so toll. Ist nicht so prickelnd, aber was, kannst du das eh nicht ändern, also ich meine. Ja, besser wie 30 Grad, aber trotzdem schwierig. Ja,
Na, nochmal gratuliere und ich habe jetzt dadurch leider deinen wunderbaren Übergang zum Dings versaut. Zum IATF? Ja. Nein, überhaupt nicht. Ja, ein bisschen schon, und das fand ich ein bisschen schade, weil er echt gut war. Ja, aber ich habe meine 30 Kilometer da runtergebogen und währenddessen haben andere am Tag davor ein bisschen mehr gemacht, haben aber ein besseres Wetter bekommen. Weil bei denen war richtig schlechtes Wetter angesagt. Schneeketten auf den Schuhen Vorschrift mitzunehmen für die lange Strecken, also für die K85, weil es war das Innsbruck Alpine Trail Festival. Genau. Das sind 5 Wettbewerbe zwischen 16,8 Einsteigerbewerb bis 87. Und bei den 87 sind es 3400 Höhenmeter. Bei den 65 oder 67 eigentlich sind es auch noch immer 2300. Das sind alles keine leichten Läufe. Ja. Aber sicher sehr schön. Also einmal rund um Innsbruck. Ja, genau. Normalerweise sind es ja 85 beziehungsweise 65, aber sie haben irgendwie aufgrund des Wetters dann auch, glaube ich, die Strecke irgendwie ändern müssen und dadurch war es ein bisschen länger und auch ein bisschen mehr Höhenmeter, hat der Jordi heute erzählt. Ich war nämlich heute mit ihm laufen und da hat er mir ein bisschen was berichtet. Und die Personen, die wir da quasi namentlich hervorheben wollen, die wir so ein bisschen kennen, war, ich würde sagen, wir fangen bei der Marathonstrecke, da ist nämlich meine Schwester mitgelaufen. Und die hat sich so eine 6,30er Zeit vorgenommen, also die totale Zeit in Stunden. Und hat dann ganz knapp sind nicht unter 6 Stunden gewesen, irgendwie 6 Stunden und ein paar Sekunden. Und 35 Sekunden. Genau. Sie ist 45. geworden. Genau, also echt eine sehr starke Leistung. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und sie hat auch dieses RaceDay.me verwendet, über das wir, glaube ich, schon einmal auch im Zuge des Barcelona-Marathons gesprochen haben. Was damals nicht so gut funktioniert hat und diesmal aber echt ausgezeichnet funktioniert hat. Und da habe ich es echt live mitverfolgen können die ganze Zeit und das war echt cool, weil man quasi live mitgesehen hat, wo sie gerade läuft und wie sie gerade geht. Und sie war von Anfang an wahnsinnig schnell unterwegs, hat dann am Schluss, glaube ich, ein bisschen gekämpft. Auch der letzte Abstieg dürfte etwas schwieriger gewesen sein. Am Schluss treffen sich nämlich dann irgendwie die Marathonläufer, die 15-Kilometer-Läufer und die 65 und 85 oder 67 und 87-Kilometer-Läufer in einem Downhill. Und da hat auch der Jordan und der Basti gemeint, dass das halt dann ein bisschen zu viel war für die Strecke dort und dass das da oftmals dann schwierig war, weil die Leute nicht vorbeigeprescht sind. Und so ist auch meiner Schwester gegangen und da meint sie, hat sie wahrscheinlich die 36 Sekunden verloren, die sie dann gebraucht hätte, um sub 6 zu gehen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Wahnsinnszeit. Und eine großartige Zeit, also absolut. 6 Stunden auf 65 Kilometer muss man mal laufen. Nicht 65, sie ist den Marathon gelaufen. Den Marathon. Die 42. Trotzdem noch immer eine Wahnsinnszeit. Ich meine, ist ja erster alpenähnliche Ultra, weil so hoch hinaus ist ja nicht gegangen, wie mir berichtet wurde. Aber trotzdem eine wahnsinns geile Zeit. Bei den 65 habe ich jetzt keinen auf der Liste, den ich da irgendwie namentlich erwähnen könnte. Naja, für die 65 wollte der Markus starten, der Trail Café, ist aber nicht gestartet aus Gründen, aber der hätte die 65 in Angriff genommen. Ja, genau. Und bei den 85... Dann werden wir mal befragen, warum nicht so war. Und bei den 87 ist dann eben der wunderbare Jordi und der noch wunderbare oder mindestens genauso wunderbare Basti gelaufen, die sich da so ein kleines Grüppchen in einem kleinen Grüppchen wiedergefunden hat. Da ist auch der Steffen mitgelaufen, der Arbeitskollege vom Jordi, der auch beim Wood mit uns gelaufen ist, wenn du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Und noch ein paar Leute hat mir der Jordi erzählt, also die dürften es da echt lustig gehabt haben. Ja, ich glaube, ist nicht auch der Herr Hut in der, ja, genau, in der Gegend gewesen? Ja, der Jordi hat gesagt, am Anfang sind sie ein bisschen zusammengelaufen. Er war dann, glaube ich, also sie waren dann irgendwie so 14,5 Stunden unterwegs und ich glaube, der vom Schnaufkast, der Flo, war dann 13,5 Stunden unterwegs.
Ich habe jetzt gerade Sub, jetzt habe ich ein Foto von ihm offen. Sub 14, glaube ich. Ich wollte aber eigentlich die Urkunde aufmachen und nicht sein Antlitz obwohl ich das mindestens, obwohl ich das wahrscheinlich mehr entzückt als seine Urkunde. Ja, deswegen bin ich immer noch hängen geblieben. Ja, es ist einfach ein schöner Hipster. 13,26. Ja, genau, 13,5. Ja, du hast das sehr, sehr schön gemacht. Und der Patrick ist auch noch mitgelaufen vom Team Vegan. Ja, richtig. Und der hat auch eine sehr gute Zeit rausgehauen. Ja, also ich glaube, es war grundsätzlich was keine schlechte Zeit. Er, also wie ich das auf seinem Strava-Ding vernommen habe, war er persönlich nicht zufrieden mit sich und seinem Lauf. Er ist irgendwie... Aber 12,18. Super Zeit, wenn du mich fragst. Aber weißt du, das ist alles sehr relativ. Aber wie ich es auch schon in meinem Kommentar drunter geschrieben habe, es ist wahrscheinlich wichtig, auch solche Erfahrungen zu machen, weil, wie wir vor allem in den letzten Podcasts gelernt haben, kann man durch das wachsen, und das ist mir dann auch schon das ein oder andere Mal vielleicht passiert oder so. Aber mit... Wie ist das so? Wunderbar. Man lernt eben nur aus seinen Fehlern, und wenn immer alles funktioniert, dann lernt man nicht. Genau deswegen mache ich so viele Fehler, damit ich davon lernen kann. Ich versuche immer aus deinen Fehlern zu lernen. Ja, deswegen mache ich auch so viele. Das ist schöner für mich. Ja, ich weiß. Es ist mir jedes Mal eine Freude, dir eine Freude zu machen. Ich freue mich an den Freuden anderer. Freut mich. Ja. Unser Podcast ist eine Riesenfreude. Ja. Und das war es dann auch schon von den Leuten. Ich kenne, mir wurde vieles Gutes berichtet, bis auf der letzte Abstieg, der eben etwas überfüllt war. Und ich bin durchaus nicht abgeneigt, den selber mal zu begutachten. Ja, ich glaube, das könnte man mal gemeinschaftlich als Ausflug planen für nächstes Jahr. Deswegen auch die Geschichte mit dann den Wings for Life mal auslassen. Ja. Die Sophia Schnabel ist auch gelaufen. Genau, die ist zweite geworden. Die ist ja wirklich ein Wahnsinn. Genau, in 10,47. Alter, also, Verwalter. Respektabel. Das würde ich auch gerne mal laufen. Aber ja, das wird es wahrscheinlich so nicht spielen. Nicht. Nein, und wenn ich mir das so anschaue, diese Zielfotos, sie schaut da noch immer recht entspannt rein. Ja, wahrscheinlich ist... erst nach dem Ziel. Wahrscheinlich. Ich habe gerade Fotos gefunden, kurz vor dem Ziel, doch nicht ganz entspannt. Vielleicht war es ja auch nur ein gemütlicher Longjog, genauso wie der eine damals beim Dindeltal, das ist der Österreicher, dessen Name mir nicht einfällt, eher so ein Profiläufer, der zwei Wochen davor den Großglocken Ultra Trail gewonnen hat, der dann beim Dindeltal, das war mein erster 100-Kilometer-Lauf, ziemlich klar geführt hat und auch relativ deutlich unter dem damaligen Streckenrekord war und dann bei Kilometer 98 sich ganz leicht verlaufen hat und dadurch an einer Labestation vorbeigelaufen ist. Also das war jetzt wegtechnisch, hat es nicht viel Unterschied gemacht, aber er ist halt an der Labestation vorbeigelaufen. Und sind dann draufgekommen aufgrund der GPS-Messung, da hatten sie so ein Live-Tracker-Ding dabei. Und haben ihn dann 5 Kilometer später aufgehalten und gemeint, er hat sich da eben verlaufen, sie müssen ihn halt nochmal zurückführen und er müsste das Stückchen halt richtig laufen und dann ist es wurscht, dann kann er quasi weiterlaufen. Und er gemeint, das interessiert ihn nicht, dann nimmt er das als Longjog hin und holt sich den Streckenrekord nächstes Jahr. Kann man mal machen. Ja, kann man mal machen. Ja, wobei, ich verstehe das schon. Ich glaube, nach 98 Kilometer... Wenn man noch einer sagt, du musst noch ein paar Kilometer mehr laufen, dann bist du was. Nein. Habt's begehrt. Ja, sicher nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber an dieser Stelle Gratulation an alle Finisher. Ihr habt Großartiges vollbracht und ja, Chapeau. Habt ihr fein gemacht? Haben wir hier auch die, wie nennt sich das Teil, das du am Schluss hast? Ergebnislisten. Ja, genau die. Ich dachte, du wolltest jetzt sowas wie Finisher-Medaille sagen oder so. Ergebnisliste. Ja, die gibt es auch am Schluss. Ich wollte eigentlich Ergebnisliste sagen. Es ist aber auch ein schweres Wort. Also der schnellste war der Benjamin Bublak in 8,52. Und 8,52 für 87. Kann man machen. Ne? Geht. Der zweite Matthias Krah. Und dritter Ramon Manetsch, alle so unter 9,15. Der,
der Basti oder der Jordan erzählt, ich weiß es gar nicht mehr, wer von den zwei, dass sie im Auto hin einen Typen mit hatten, der irgendwie, den sie da mitgenommen haben, den irgendwer über die Arbeit gekannt hat. Und der ist beim Marathon Sechster geworden mit 3,28. Der ist das quasi in einem gemütlichen Sub-5er-Schnitt gelaufen. Also es gibt wirklich Leute, die nach dem Motto leben, 5er-Schnitt geht immer. Ja. Da kannst du ja scheinbar abschneiden. Ja, ich versuche es ja. Ich habe jetzt meine letzten Läufe auch alle unter dem 5er-Schnitt hingehen. Ja, aber nicht mit Tausenden von Höhenmeter dazwischen. Also ich meine... Kommt schon noch, kommt schon noch. Eins nach dem anderen. Mein Freund, da ist schon noch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Alles, was man bergauf verliert, kann man bergab wieder reinholen. Natürlich, aber wir laufen da nächstes oder diese Jahre mal mit und dann schauen wir, ob du auch einen gemütlichen 5er-Schnitt auf einen Marathon hinbekommst. Genau. Ja. Ich muss mich selber nochmal korrigieren, weil ich habe natürlich nur die M40 gelesen, aber, also die unter 40-Jährigen, aber, das Problem an der Stelle ist, bei diesen langen Läufen sind die jungen Buben zu langsam. Gewonnen hat nämlich Halvard Jolberg aus Norwegen in 8,37 und der ist Ü40. Und Jimmy Pellegrini ist Zweiter geworden in 8,50 und der ist auch über 40. Gratulation an dieser Stelle. Ja, das heißt, es gibt noch Hoffnung, dass wir zu späterer Stunde noch schneller werden. Ich glaube, die Hoffnung kannst du begraben. Ich meine, die Hoffnung... Ich hoffe auch immer noch, dass ich in 30 Jahren ausschaue wie Sean Connery, also bitte. Ja, nein. Es tut mir leid, Peter, da muss ich dich enttäuschen. Meinst du, ich bin schlanker? Du bist definitiv schlanker als Sean Connery, aber deswegen nicht frisch. Also bin ich schön Connery dann? Lassen wir das mal unkommentiert im Raum stehen, bitte. Oh ja, lassen wir schön Connery im Raum stehen. Gehen wir über zu anderen, noch viel schöneren Menschen, und zwar dem WHIW und der Liebe Laufen Erdnussbutter Jungs Crew. Richtig. Die sind ja auch dieses Wochenende ihren ersten 100 Kilometer Lauf gelaufen. Und da muss ich auch sagen, ich bin begeistert. Ich bin überwältigt und ich bin erstaunt. Hochloben und feiern wollen wir sie an dieser Stelle. So viel sie vorher gegrübelt haben und so wenig sicher sich der ein oder andere von den beiden war, so unglaublich cool haben sie das Ding runtergerissen. Also für mich hat das ja wie ein leichter, ich meine, es gab noch keine Post-WHIW-Folge, deswegen haben wir noch nicht das volle Leid erhören dürfen, aber für mich hat das ja nur wie ein lockeres Ding ausgesehen und die haben das Ding einfach in einer Schönheit nach Hause gelaufen, die seinesgleichen sucht. Ja, und vor allem, wenn man sich das Zieleinlauf-Video und so anschaut, auch eine wahnsinnig coole Unterstützer-Crew, ja. Muss ich sagen. Hut ab. Man möge meinen, die beste Crew, weil beim Daniel, glaube ich, ist ja der zweite Pacemaker, der ist ja von einer Staffel befolgt worden und der ist einfach durchgelaufen, dann quasi 75 Kilometer neben ihm gelaufen. Das muss dann schon echte Liebe sein. Das muss dann schon echte Liebe sein. Ja. Und um sich das vorzustellen, von was für Zeiten wir da reden, also der Daniel ist das Ganze in 9,39 gelaufen, also doch relativ deutlich unter Sub 10, wo er ja in irgendeiner der Folgen mal erwähnt hat, glaube ich, dass er zwar mit gerne Sub 10 hätte, aber sich das dann irgendwie, sich nicht dessen nicht sicher war, weil er ja Verletzungen hatte im Jänner, soweit ich das noch im Kopf habe. Und der Ludwig ist ja da um einiges schnell unterwegs gewesen, das Ganze in 8,14 gelaufen. Und das ist ein 4,51er Schnitt. Also ebenfalls getreu dem Motto, so ein 5er Schnitt oder so ein fast 5er Schnitt geht immer. Genau. Ja, also der ist dann Vierter gesamt geworden. Also auch sein Debüt auf der Ultradistanzstrecke oder auf der 100 Kilometer Strecke und dann gleich Vierter werden. Also könnte ich wahrscheinlich nicht. Muss ich sagen. Aber finde ich wahnsinnig toll und bin ich sehr begeistert. Habe ich auch so ein bisschen. Ja. War jetzt dann ein zum Mitverfolgen ein sehr intensives Wochenende. Und sie haben es auch wirklich offenbar ohne spektakuläre Fehlversuche im Vorhinein hingekriegt. Also es war der Rottgau,
der nicht so toll gelaufen ist, aber sonst war das irgendwie wie aus dem Bilderbuch, ja, die Vorbereitung, also, und auch das Durchziehen. Lediglich beim Ludwig steht, dass ab Kilometer 60 war es ein harter Kampf, aber die Krisen wurden bewältigt. Beim Daniel sticht nur das Foto mit dem besten Podcast Du Bussi heraus, wo er seinen Fahrradpacer abschmust. Da war echt viel Liebe im Spiel. Und gleichzeitig ist auch noch der Trail-Tier gelaufen, der auch einen Podcast hat, den Trail-Content. Und der ist auch in Sub 10 gelaufen, in 59. Also auch eine Wahnsinnszeit eigentlich. Weil der WRW ist halt ein Straßenlauf und dementsprechend relativ gerade. Das sind irgendwie so 500 Höhenmeter auf die 100 Kilometer, was jetzt nicht so viel ist. Vor allem, wenn man so wie ich eher die Alpen-Ultras gewohnt ist. Und da muss man halt relativ viel, relativ gerade laufen und das ist dann auch schon ziemlich zart. Deswegen noch mehr Chapeau vor dieser Leistung. Hoch die Tassen, wir erwarten den Nachbericht. Ja, auf den bin ich ehrlich gesagt schon sehr gespannt und voller Vorfreude. Aber wahrscheinlich müssen sie ihre Körper mal wieder Vordermann bringen, bevor sie es schaffen, sich vor das Mikrofon zu quälen und die Emotionen auf Tonspur zu bringen. Ach, reden geht immer. Ja, das bist du. Aber die anderen vielleicht ein bisschen anders. Deren, was bei dir 36 ist, ist bei denen vielleicht 100. Ja? Das müssen wir ausprobieren. Ja, also auch von dieser Stelle Gratulation und wahnsinnig toll gemacht. Ich habe noch ein Thema offen. Mhm. Berichte. Das ist jetzt ein sehr abrupter Wechsel von aktuellen Läufen hin zu meinem heutigen Flug. Bin ich heute nach Düsseldorf geflogen und in der Fliegerzeitschrift, also das, was so sonst die Bahnzeitschrift ist, ist drinnen ein Bericht über einen 70-jährigen oder 78-jährigen Weihnachtsbaumverkäufer, der im Sommer im Death Valley Ultramarathons läuft. Da war ich schon mal sehr erstaunt, dass es in einer Fliegerzeitschrift drinnen ist. Was mir am meisten erstaunt hat, war die Änderung meiner Einstellung dazu. Wenn ich dieselbe Situation vor 5 Jahren gehabt hätte, hätte ich das aufgeschlagen und gedacht, der spinnt und hätte umblättert. Heute habe ich natürlich einen Artikel durchgelesen und gedacht, boah, geil. Also, ja, es ist im Kopf schon ein bisschen schwierig. Schwierig würde ich jetzt nicht sagen. Es verändert sich einiges zum Positiven. Und man lernt einfach, seine Grenzen anders einzuschätzen und kriegt irgendwann mit, dass sie nicht dort sind, wo man sie vermuten möge. Ich würde das als sehr positive Entwicklung sehen. Ja, ich habe es sehr, sehr, sehr lustig gefunden, weil ich habe dann aus dem Fenster geschaut beim Flieger, nebenbei E-Mails gemacht und habe immer aus dem Fenster geschaut und habe geschaut, ob irgendwo ein Berg ist oder habe dann irgendwo kurz vor Düsseldorf runtergeschaut und gesagt, das wäre auch eine schöne Strecke. Also ich habe aus dem Flugzeug mal gedacht, das wäre eine coole Strecke zum Laufen und da entlang, das wäre sicher auch cool. Es verschiebt sich die Einstellung grundsätzlich extrem. Auf jeden Fall. Ich habe das immer, wenn ich irgendwie so mit dem Auto an Wäldern vorbeifahre, an Bergen vorbeifahre, dass ich am ersten Mal schaue, ob es eine Route gibt, die man rauflaufen könnte. Auch wenn ich da definitiv nicht rauflaufe, weil ich nur vorbeifahre. Aber das ist einer der ersten Blicke, die ich habe, ist nach einer adäquaten Laufstrecke. Das war das Erste, was ich gemacht habe beim Einpacken. Ich habe mein Laufzeug eingepackt und habe von zu Hause aus auf Strava gleich geschaut, ob irgendwer schon sinnvolle Routen gelegt hat. Und das ist auch eine der Dinge, warum ich Strava cool finde, weil dieser Routenbilder da halt echt geil ist, weil er dir halt dann die Routen vorschlägt, die irgendwie relativ beliebt sind und dadurch meistens die relativ vernünftige Routen auch bekommst. Ja, aber ich mache das selbst wenn ich den langen Lauf für mich plan zu Hause, auch relativ gern, dass ich mir dann über Strava was zusammenklicke, weil ich dadurch dann auch in Gegenden komme, die ich jetzt vielleicht nicht so üblicherweise laufe und dadurch quasi mein Laufrevier vergrößern kann. Mhm. Es ist sehr überraschend, wie schnell sowas ergeht, wie schnell sich da quasi die Auffassung und die Einschätzung
zu bestimmten Themen verändern kann. Ja, man sagt immer, man ist das Produkt der fünf Leute, mit denen man sich am meisten umgibt. Und wenn du jetzt läuferisch dich immer mit oftmals mit Basti, mit Jordan, mit mir umgibst, die alle schon mehrmals über 100 Kilometer gelaufen sind, dann glaube ich, ist das ein Produkt der Gruppe, in der du dich befindest, dass das dann irgendwann normaler wird. Und dass man dann auch, wenn man mit denen mitläuft und sieht, dass das auch möglich ist für einen, dass sich das dann der Horizont nach hinten verschiebt. Ja. Ich meine, machen musst du es halt dann wahrscheinlich auch einmal und das ist dann wahrscheinlich dann auch noch schwer genug, aber man muss sicher ein gewisser Typ Mensch sein, damit man gewisse Dinge tut, weil manche würden einfach sagen so, ja, ist lustig, dass ihr macht, interessiert mich nicht, fertig. Ja, du brauchst eine gewisse Offenheit dafür, aber Typ Mensch, ich glaube grundsätzlich, dass es jeder könnte, wenn er wollen würde. Es braucht halt ein gewisses Commitment und es braucht eine gewisse Zeit, weil man das nicht von heute auf morgen kann. Also es ist nicht so wie ein Halbmarathon, den die meisten wahrscheinlich noch mit minimalstem Training hinbekommen. Vielleicht, wenn du ein Ausnahmetalent bist, kriegst du das noch mit einem Marathon hin. Da gibt es sicher auch genügend Beispiele, die das irgendwie dann schaffen. Alles darüber hinaus verlangt dann schon eine gewisse Commitment dazu, dass man das auch wirklich will, weil sonst machst du das nicht einfach so mal 100 Kilometer zu laufen. Ich habe auch letztens von einem in der Arbeit, der hat bei so einem dieser Mammutmärsche um Wien mitgemacht. Jetzt auch nicht so der, ich kenne ihn jetzt noch nicht so lange, weil ich noch nicht so lange in der Firma bin, aber ich glaube jetzt nicht einer, der regelmäßig die großen Ausdauerdistanzen macht, sondern der wollte einfach mal so bei einem Mammutmarsch mitmachen. Und ist dann bei Kilometer 60 oder 65 raus, dann wegen Blasen. Und da merkst du selbst, dass bei dieser geringen Geschwindigkeit, wo du jetzt sagst, wenn du da Zeit lassen könntest, also nicht, dass der jetzt leichter ist, das will ich gar nicht damit sagen, aber wo es vielleicht, was einem vielleicht mehr verzeiht, weil doch das Cut-off etwas sanfter ist. Lockerer ist. Ja, genau. Ja. Selbst dort, wenn du quasi ohne Erfahrung an die Sache rangehst, wird dir relativ schnell aufgezeigt, dass das nicht so einfach ist, wie es sich vielleicht anhört. Und deswegen glaube ich, dass es einerseits wichtig ist, wenn du sowas machst, dass du dich mit Leuten umgibst, die sowas schon mal gemacht haben, damit sie dir aufzeigen können, dass es möglich ist. Das dann halt wirklich in die Tat umzusetzen, ist dann nochmal, da steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Nee, und vor allem, dass ich glaube, wenn du dich mit den richtigen Menschen umgibst, dass du auch eine gewisse Idee davon kriegst, was ist notwendig, wie bereitest du dich vor, dass es irgendwie sinnvoll ist, ohne dass du die gleich in 2 Stunden erschießt. Ja, also die Do's und Don'ts mitkriegst ein bisschen, also ich glaube, das macht schon sehr viel aus. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast natürlich mit der Superkompensation wahrscheinlich den heiligen Gral des Ultralaufsports gefunden. Den Startvorteil hast du jetzt auch nur du. Das ist zugegebenermaßen unfair, aber ich meine, du bist ja der Erste, der draufgekommen ist, von daher hast du... Ja, ja, ich kann andere instruieren und einführen in die feinen Heiligkeiten der Superkompensation. Ja. Und offenbar haben es manche intuitiv schon gemacht, also wenn ich mir den Jordi und den Gunther ansehe... Ich glaube, die haben da auch schon die richtige Spur gehabt. Aber ich glaube, wir wollen das einfach mal so im Raum stehen lassen. Aber ich glaube, dass du grundsätzlich schon recht hast. Also, und ich glaube aber auch, dass es gerade diese Mentoren auch so in gewisser Weise sind, die dich dann so aber richtig auch an das Ganze heranführen, die dir dann auch aufzeigen, was es eben auch braucht. Nicht nur die Tipps geben, sondern auch quasi dann auch dir ins Gesicht sagen, wenn das jetzt zu wenig ist, oder dir dann auch den Spiegel vorhalten, wenn du was falsch machst. Die dann auch ehrlich sagen, das war jetzt vielleicht nicht das Beste oder so. Genau, also das hast du schnell angegangen, oder einfach nur sagen, du, das habe ich schon mal ausprobiert, das war keine schlaue Idee. Und es, mach das anders. Das ist so Dinge, die mir aufgefallen sind, wenn du jetzt weil es mir jetzt einfällt und weil du vorher vom Transvulkaner gesprochen hast und was das jetzt für ein Zeitcommitment ist und was das so an Geld kostet. Das sind so die Dinge, wie ich quasi damit angefangen habe, dann auch
nicht nur Ultras zu laufen, sondern dann auch vielleicht ins Ausland zu gehen. Waren das so die Fragen, die mich eigentlich beschäftigt haben, wenn ich da jetzt nach La Palma fliege? Wann fliege ich hin? Wie bewege ich mich dort am besten? Also nehme ich da ein Mietauto, nehme ich kein Mietauto? Wo wohne ich am besten? Das sind die Fragen, die ich eigentlich am allerwichtigsten finde, die jetzt vielleicht nicht sonderlich wichtig wirken, aber die dann einfach den ganzen Aufenthalt und vor allem die Reise davor einfach viel stressfreier machen, wenn du da... Ja, dann nehmen wir den ganzen Druck aber weg. Aber die liest du halt, wenn du irgendwelche Rennberichte liest, liest du nur jetzt, wie der Lauf selber ist, was auch wichtig ist und was auch nutzvoll ist, aber diese Dinge liest du halt wahnsinnig selten. Im Falle von Transvulkanien kann ich einen Ian Corliss-Artikel empfehlen, wo er es genau schreibt oder wo ich dann eben auch die notwendigen Tipps bekommen habe. Aber das sind halt die dir dann meistens auch fehlen. Und die, wenn du jetzt einen hast, der sowas schon öfters gemacht hast, also gereist auch ist, und wenn du dann sagst, hey, ich würde gern, keine Ahnung, Madeira mitlaufen, auf was muss ich aufpassen, wenn ich reise? Dann kann der seine Erfahrungen wiedergeben und kann doch sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, sind Laufmentoren sehr, sehr wichtig. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Da haben wir noch richtig in einer philosophischen Note geendet. Ja. Ja. Also ist jedem zu empfehlen, außer er will irgendwie sich selber irgendwas zu beweisen, oder er versucht sich selber irgendwas zu beweisen, dass er sagt, vielleicht den ersten oder zweiten Ultra mit erfahrenen Leuten schon machen oder sich vorher Tipps holen, weil ich muss sagen, ich glaube nicht, dass ich meinen ersten Ultra so elegant gefinisht hätte, wenn ihr nicht quasi das Tempo gemacht hättet und gesagt hättet, na so und so gehen wir das an und alle x Minuten Gel und ja, so weiter und so fort. Das hat schon sehr geholfen, weil ich habe mir einfach jetzt auch nicht um nichts kümmern müssen, aber es hat schon einiges an Nachdenken weggenommen. Ja, ist eh so, deswegen ist es ja auch gerade im amerikanischen Bereich, wenn du das Thema Pacer hernimmst, wo dann darüber diskutiert, wie viel darf der Pacer, wann ist es dann quasi Muling, also wann ist er quasi dein Esel nebenbei, weil das einfach wahnsinnig viel hilft, wenn der dir einfach Dinge abnimmt, weil Gedanken kosten dich Kraft. Es ist auch so bei dir Apnoe-Taucher, dass damit der quasi, das sind die Taucher, die irgendwie Luft anhalten und dann schauen, dass sie so weit runterkommen wie möglich. Ich habe da mal ein Interview mit so einem Apnoe-Taucher gehört und die meditieren da quasi, wenn sie da am Seil sich runter bewegen und versuchen halt ihre Gedanken so klar wie möglich zu halten, weil ihnen negative Gedanken halt Kraft kosten. Und Kraft kosten heißt, dass das Luft Sauerstoff kostet und den brauchen sie, damit sie runtergehen und nicht damit sie denken. Und im selben Maße, nur halt, wenn du jetzt beim Laufen bist und dann halt Stress erzeugst, kostet das halt auch Energie, die du eigentlich zum Laufen brauchst. Ja, klar. Und ja, klar. Es muss ja nicht immer zwingend einer sein, der mit dir mitläuft. Also ich glaube, man kann den ersten auch alleine machen, wenn man dann auch irgendwelche Zeitambitionen hat oder halt auch nicht so gern mit Leuten läuft, was es ja auch gibt, was jetzt auch nicht verwerflich ist. Aber zumindest, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man wen kennt oder wenn man einfach auch wen fragt, wie es wirklich so ist. Weil man kann natürlich auch viel nachlesen, man hört auch viel im Podcast, so wie wir einer sind, aber oftmals hat man speziellere Fragen oder so. Also es ist zumindest nicht schlecht, wenn man wen hat, den man da mal so ein bisschen befragen kann. Ja, beziehungsweise wenn einem einfach auch Fragen beantwortet werden, die man gar nicht hatte. Ja, genau. Weil wenn ich mir jetzt überlege, du hast irgendwann einmal erwähnt, vor Zeit in Folge X, dass es sinnvoll ist, das Hotel in der Nähe des Zielortes zu wählen. Weil, wenn man ins Ziel kommt, hat man eigentlich keinen Bock mehr, irgendwie weit zu fahren. Mhm. Was logisch überlegt völlig klar ist. Nur, ich glaube, man macht, wenn man das noch nie gemacht hat, beim ersten Mal kommst du gar nicht auf die Frage, ja, mit wo nehmen wir mal das Hotel, sondern sagst du, der Lauf ist in Dingsgebumske, triebst du drü? Ah ja, wunderbar, da ist gleich ein Hotel, hurra, da quartiere ich mich ein. Da kommst du drauf, oh scheiße, das Ziel ist 100 Kilometer weg, wie komme ich wieder zurück? Shuttlebus, Mist. Ja. Und auf die Idee musst du mal kommen. Ja, genau. Und deswegen müsst ihr einfach mehr den Laufenden Decken-Podcast hören, weil der wird sehr einfach, kommt wie aus einem Maschinengewehr geschossen, diese wundervollen Tipps, die ihr dann aufsaugen könnt und einfach euren besten Ultra laufen könnt. Weisheiten, die das Leben braucht. Ja, so ist es. Ja. Und
aus dem Herzen Österreichs. In dem Fall nur aus dem halben Herzen Österreichs, weil du bist in Deutschland. Ich bin auf Nordösterreich-Tour. Auf Nordösterreich-Tour. Ich weiß nicht, ob sich unsere deutschen Freunde jetzt so darüber freuen werden, wenn wir sie als Nordösterreicher bezeichnen, aber... Wieso? Österreicher, der nach Deutschland kommt, heißt mich willkommen. Ja. Haben Sie dir in Düsseldorf keinen roten Teppich aufgelegt, wie du aus dem Flugzeug gestiegen bist? Ich weiß es nicht. Ich habe meinen Blick nicht zu Boden gewandt. Hoch erhobenen Hauptes bin ich gen Exit geschritten. Ich bin zu gut, um auf den Boden zu schauen. Willst du mir das damit sagen? Ja. Und in diesem Sinne wollen wir diesen wunderbaren Cast abschließen. Es hat mich wieder mal sehr gefreut, Peter. Halt. Gemach, gemach. Obacht. Es gab Live-Kommentare zum Podcast. Wie kann es Live-Kommentare geben, wenn wir nicht live sind? Das ist eine... Möglicherweise gab es eine Twitter-Nachricht, dass wir jetzt da podcasten und ob es Fragen, Wünsche, Anschuldigungen oder sonstige Themen gibt, okay, die wir erwähnen sollen oder ob wir wen grüßen sollen. Und natürlich sollen wir vom Jordi Menschen grüßen. Okay. Weil er ein großer Anhänger offenbar von unseren kosmopolitischen Sprachkenntnissen ist. Ich versuch's mal so, wie ich es mir vorstelle. Sylvain Cort, Benoît Coiry, Xavier Thévenin und Caroline Chavarot grüßen sollen. Darf ich einfach auch mal nur, um ihm noch die maximale Freude zu bereiten. Also wir grüßen Sylvain Cort, Benoît Coiry, Xavier Thévenin, den kann ich sogar fast schon, und Caroline Chavarot. So, einfach noch, damit er beides mal gehört hat. Und, Wobei, der Erste, glaube ich, der ist der Erste aus dem 12. Bezirk kommt. Ich glaube, der heißt Silver. Silver. Ich glaube, das ist der Silver mit L. Man muss dazu sagen, der 12. Wiener Gemeindebezirk ist für sein L bekannt, der für das besondere intensive Ausdruck des Buchstaben Ls, und deswegen ist der Silver. Genau, also jeder, der das live verfolgen will, soll sich bitte mal einfach in einen österreichischen Zug setzen und Richtung Wien fahren. Dann ist die letzte Station vor dem Wiener Hauptbahnhof Wien-Meidling. Oder, wie wir es in der Durchsage hören, Wien-Meidling mit L. Das mögen jetzt vielleicht nicht viele rausgehen, aber das ist ein feiner, aber großer Unterschied. Es gibt sogar eine Wikipedia-Seite, das Meidlinger L. Und da gab es, ja genau, gibt es. Also du könntest das in die Shownotes geben. Und da gibt es sogar eine Hörprobe. Also für alle, die da interessiert sind, unbedingt anhören, es ist wahnsinnig gut. Das muss man, ja, und es gibt auch, ich weiß nicht, ob ich es finde, aber es gibt auch einen Workshop von der formidablen Gruppe Alkbottel, wie man das L ausspricht korrekt. Okay. Also, dass du das Zungenspitzerl vorne ein bisschen oben am Gaumen anstreifen musst, also L, also da gibt es eine gute Aufzeichnung davon. Mal schauen, ob ich die finde, dann packe ich sie auch in die Show-Notes. Unbedingt. Also wir sorgen ja für die Verbreitung des österreichischen Dialekts oder im Speziellen des Wiener Dialekts, und deswegen ganz wichtig, um in Wien aufgenommen und akzeptiert zu werden, ist die richtige Aussprache des Ls. Genau. Sehr gut. So. Ich glaube, jetzt haben wir auch was zum Kulturaustausch und zur Verbreitung beigetragen. Der wahren Sprache, der einzig wahren Sprache beigetragen. Wir sind einfach ein nicht nur ein Sport, sondern auch ein Kulturpodcast. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim, was immer ihr auch gerade tut, hoffentlich laufen. Ja. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir hören uns in 2 Wochen beim nächsten Mal bei euer Kulturbeutel des Sports.